Diese Ausstellung ist sicherlich ein besonderes Ereignis, feiert sie doch unsere Stifterin anlässlich ihres 100. Geburtstages mit einer herausragenden Karl-Hubuch-Ausstellung. Die Kunststiftung des Ehepaares Meyer umfasst mehr als 2000 Kunstwerke und ist von großer Qualität. Die meisten bekannten Künstler des 20. Jahrhunderts sind dort vertreten. Seit meinem ersten Arbeitstag in Bayreuth haben Dr. Helmut und Constanze Meyer die Museumsarbeit intensiv begleitet. Nicht nur, weil ihre Werke der Kunststiftung in ihrer Vielfalt und Qualität das Profil des Museums ausmachen, sondern auch, weil die Persönlichkeit der beiden Stifter auch über ihr Ableben hinaus hier immer spürbar waren und auch bleiben werden. Gleich im ersten Raum, Raum A, werden uns die Personen vorgestellt, um die es gehen wird. Dr. Helmut und Constanze Meyer, Richard Hiepe und Karl Hubuch. Das Porträt des Ehepaares Meyer von Josef Löwlath ist uns bereits aus anderen Ausstellungen bekannt. Eine verblasste Filzstiftzeichnung von Karl Hubuch zeigt Richard Hiepe zusammen mit Eleonore Kolbinger, die alle seine Kataloge gestaltete. In diesem Raum sind auch die wunderbaren Leihgaben einer Berliner Privatsammlung zu sehen, die vor allem Frauenbilder Hubuchs aus den 20er Jahren zeigen. Im folgenden Raum, Raum B, sieht man die Auseinandersetzung Hubuchs mit der dadaistischen Fotomontage. Hier im Vergleich zu Bildern von Josh Gross und Karl Grossberg. Motive der 20er Jahre schließen sich in Raum C an, die Faustmappe Hubuchs in Raum D und französische Motive werden in Raum E ausgebreitet. Dann sind wir in den Räumen F und G schon beim Spätwerk, das Hubuch vor allem auch in der Galerie Hiepe vertreten sah. Und auch hier sehen wir wieder wunderbare Leihgaben aus einer faszinierenden Privatsammlung. Richard Hiepe vertrat vor allem Künstler, die sich der realistischen und sozialkritischen Kunst verschrieben hatten, wie zum Beispiel Rydlicka oder Hubuch. Maßgeblich engagierte Hiepe sich auch an einer Ausstellung gegen den Atomtod, die in Raum H in der ersten Etage zu sehen sind.